Einen wunderschönen Montagnachmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19 Hinterkaifeck zusammen mit der Zoe, dem Martin, dem Jürgen, dem Eddie, dem Martin, dem Sören, dem Daniel und meiner. Ich kenne schon guten Tag. Hallo. Moin, das fängt ja schon gut an. Um Gott. Auch wieder der Jürgen bei. Oh, scheiße. Ihr Lieben. Tina, würde ich gerne nochmal sehen. Verdammt nochmal. Ja, ihr Lieben, ihr seht, hier stehen so drei Trecker am Shop. Ja, das hat dem Grunde zur Folge, weil wir haben den neuen Mod drauf, und zwar das IFCO-Pack in der ABB-Version. Da ist eine schöne Hupe, die werdet ihr gleich von mindestens drei Leuten hören. Deswegen verkaufen wir jetzt erstmal unsere Trecker und dann geht's weiter. Ja, mach doch. Mir wird schlecht. Hör doch auf. Sehr geil. Ja, Zoe, wenn du Lust, beziehungsweise ich habe gesehen, du hast dir schon einen Trecker gekrallt, einen alten. Den kannst du aber behalten, die umkonfigurieren, wie du Bock hast, und dann kannst du loslegen. Jo. So, jetzt haben wir alle drei Trecker verkauft und dann reicht's Geld nicht. Dort, da reicht er satt. Hallo? Ja, doch, allein wenn der Fendt weggeht, gibt es ja bestimmt 400.000 wieder. Ja, stimmt, bei dir werden die ja nicht so alt. Vorher sagen, bei Martin werden sie nicht so alt. Bei Daniel. Da hast du recht. Da hab ich recht. So, jetzt haben wir hier gleich drei dieselben Trecker stehen, Alter. Ey. Ist doch scheiße. Ich muss mal dann. Ich nehme eine andere Farbe. Oh, da hat sich jemand geschmissen. Ja, ich bin rausgeflogen. Also, das ist ein neues Logo. Warum? Mach an das Ding, komm, mach an. Irgendjemand hat mir meine Rechte geklaut. Die Hupe ist gut, ne? Das war jetzt laut. Bordcomputer, Warntafeln, meine Fresse, hier kannst du Tempomat 0,1 km senken. Der hat ja Optionen, du. Oh, ich nehme LED rundumleuchten, das ist bestimmt geil. Rein hier. Tagfahrlicht, auf jeden Fall. Motorausführung, volle Pulle. Kaufen. Kannst du eine Lackierung nehmen? Geh nicht. Du kannst nur das Logo hinten anders lackieren. Hä? Guck mal. Ja, warte, dann. Diese Hupe, Alter. So. Betriebskosten, Fahrzeuge. Daniel, jetzt verkauf doch dein Ding mal. Ja, mir hat irgendjemand richtig geklaut, ich kann nichts mehr machen. Das war bestimmt Absicht. Ja. War bestimmt Ecki. Nee. Kannst. Bin hier nicht als Admin angemeldet. Ja, wird ja schon seine Richtigkeit haben. €420.000, ey. Da mag die Farbe nicht wechselt, dann ändere ich mein. Oh, das sieht schick aus. Das sieht schick aus. Zack. So und? Hä? Wo hast denn du jetzt die Farbe gewechselt, du Held? Ja, zeige ich dir. 4.600. Oh, aha. Die Streifen oder was? Hä? Zebra? Deiner ist immer noch grün, wie meiner. Andere Farbe an den Felgen, anderes Deko, das ist unten. Wenn du in die Config gehst, ganz unten links. Ach so, okay. Ja, egal. Ich mach erstmal das. Shit, egal. Ich nehme jetzt erstmal. Um Gottes Willen, ey. Guck mal, Eggy verkauft erstmal Tiere. Richtig so.
Die Blinklichter sind geil in LEDs, ey. Und was man hier auch alle einstellen kann, ist auch cool. Hier, Formatgeschwindigkeit. Machst du Kalk, Sören? Ich mach Dünger. Du machst Dünger? Dann schau ich, dass ich Kalk mache. Weil auf die 37 muss Kalk drauf. Entschuldigung. Gut, dann schnapp ich mir jetzt mal den Grubber und dann flügen wir mal durchs Feld damit. Welches? Haben wir irgendwo Kalk? Kaufsilo hinten. Kaufsilo? Hinten auf dem Hof steht noch ein Kaufsilo, Kalk. Lime steht da drauf. Neben der Wasserlage. Ja. Ah ja, da. Alles klar, merci. Lima? Spur H0. Ja genau, Spur H0 Lima. Fleck. Ich wollte gerade sagen, großes Fleck, Alto Berlin. Oh, der Daniel. Das war Daniel, Daniel, ja, das war Daniel. Natürlich. Oh, die Eier! Die Eier sind ja auch alle fast voll. Oh. Sehr schön. Kannst ruhig wieder kommen, Zoe, ne? Okay. Brauchst nicht warten. Diese Hupe, Alter. Oh, scheiße. Ich weiß jetzt schon, irgendwann geht sie mir auf den Sack. Das ist so, aber wir hupen ja nicht den ganzen Tag, ne? Wer weiß. Kann ich gerade nicht bestätigen. Konnte ich gerade nicht bestätigen. Musa! Leck. Siehste wohl, passend dazu die Sherrybox. Marc, du weißt schon, dass man da pflügen muss. Echt? Ja. Ich komm schon mit dem Flug, ich komm geflugt. Ja, ich bin auch mit dem Flug und mit dem Grubber da, weil ich wollte vorhin auch schon grubbern, aber dann bin ich ausgestiegen, da sagt das Feld, einmal pflügen bitte. Ja, ist ja gut. Ich schnappe hier auch meinen Flug hier und dann komme ich angeflugt. Angeflugt. Okay, dann nehme ich das das Grubber wieder weg. Das Grubbergerät? Das Grubbergerät. Dann komme ich mit dem Düngerstreuer hinterher. Dann komme ich mit der Sämaschine hinterher. Meine Fresse, das ist ja hier, ne? Läuft wie an Uhrwerk, wa? Düngerstreuer, Vater, mal von weg. Genau. Achso. Naja, vorm Flügen. Der Düngerstreuer fährt schon, der ist schon fast fertig. Achso. Hey, du machst auch Kalk, oder nicht? Mach ich. Achso. Mach ich nicht, das macht Martin. Achso. Ja, und Kalk muss nur auf die 37 drauf. Richtig. Achso. Na dann, genau. Mach doch halt. Mach mal. Bist du arbeitslos? Nö. Du könntest sonst die BGA füttern. Ja, ja, kann ich auch. Du kannst das Gerstefeld durchkämmen. nicht die Wüste. Nicht die Wüste. Kannst mal die Synchro wegmachen. Dafür kann ich nichts. Synchro weg. Ben hängt hinter drauf. So. Ach ja, was für eine auffällige Hupe. Sie läuft und läuft. Hast du überhaupt Rechte? Was für ein geiler Klapper. Ne, hat sie nicht. Machen wir mal hier. Farmmanager einstellen hier. Diddli. So, was hast du denn? Achso, du ziehst dann auch gleich die hübsche Spur hinterher, okay? Martin, hab ich dich gerade hier rausfahren sehen? Was? Das hast du nur, das war nein. Martin, wie war das mal vor etlichen Folgen? Das ist nur eine Einfall. Ja, das war das Erste, was ich hier als Anranzer gekriegt habe auf der Map. Ja. Ach, hör doch auf. Nicht bloß du. Ja, ich auch. Wir müssen das mal definieren, das wird jetzt eine Einfahrt. Weiß ich noch ganz genau. Sie brauchen ein Schild drin gestellt werden. Ja. Ja, ja.
In der Ruhe liegt die Kraft, mein Freund. Oh, da haben wir dich. Doch. Mit mir müsst ihr das haben. Okay, sagen wir lieber nichts dazu, gell? Wollen wir sagen, wir sagen da jetzt mal nichts zu, ne? Daniel. Martin. Bitte was? Martin. was wollt ihr da drauf haben auf das Feld? Frag die Neue. Irgendwas, was Geld bringt. Genau, irgendwas, was Geld bringt. So, ja? Wir haben ja noch nichts genug, wir haben noch nicht genug, ne? Ja, dann mach doch so, ja. Dann schöner drauf, Eier bringen Geld. Das Eier. Eier. Jetzt Eier ansehen. Eier ansehen. Nein, er hat doch gesagt, mach Hühner drauf. So, Mann. Mann, ey. Das musst du bringen, das ist geil. Überraschungseier bringen noch mehr Geld. Ja. Nicht mit die Füße im Boden rammen, mit dem Kopf vorne raus. Was kann ich denn tun? Was möchtest du tun? Einen guten Eindruck machen? Das kann ich. Hier ist eigentlich echt nur blöd im Kreis fast irgendwie Zeit rumkriegen. Yes, das tut man nicht jeder. Das sagt der Richtige. Was war das denn? Ich hab keine Ahnung. Was? Ich keine Ahnung, ich versteh's Alter, nicht. Alter Schwede. Was hast denn du jetzt für ein Salto hier hingelegt, ey? Wo ist, vor allem, wo ist mein Flug? Ja, ich hab gedacht, ihr seid schon weiter. Ich will jetzt ansehen. Hallo, hopp hopp. Dein Flug liegt hier bei uns auf dem Feld. Was habt ihr denn gemacht? Keine Ahnung, der Jürgen ist auf einmal von rechts nach links geflogen mit seinem Trecker und der Flug war weg. Du kannst bei den Schweinen noch Futter reintun, wenn du möchtest. Das kann ich wohl. Wo liegt der auf dem Feld? Hier. 1 Uhr vor mir. Und die brauchen da irgendwie noch Mais und so. Du am besten, glaube ich, mit so einem... Yes, das ist Maria. Na, wie heißen die? Die du an der Seite auskippen kannst. Der qualmt doch. Rudolf. Die backen sonst immer fest, mein ich. Meilerkipper. Genau. Wie so ein Priegel, gell? Die sind so hoch. Wir haben die Meilers, müssen auch irgendwo stehen. Die 33 kann man ja auch schon ansehen, gell? Jo. Yep. Ups. Dann fange ich doch da mal an. Sorry, Eggy. Nee, hey, ich hab dich rechtzeitig gesehen, durch. Achso. Was willst du da, Martin? Du kämpfst da mit dem Flug. Mit dem Flug? Ich kämpfe, ich hab nur gedreht. Ach, der Martin mit dem Flug. Jetzt. Der Martin. Der ist hängen geblieben. öfters, zu hören. Nee, am Zaun, Mensch. Nicht am Baum. Am Baum. Wie geht's an die Romy? Vermissen wir ja diese Woche. Arbeiten. Achso, die arbeiten schon wieder. Die arbeitet viel zu viel. Weißt du das? Na, ja, ändern musst du Geld reinbringen. Was du ausgeben kannst, ne? Bei wem ist denn die Synchro schon weiter? Wir sitzen auf 26, ja? Sekunde, ich prüfe mal. Geerntet. Düngen pflügen, kann das sein? Ja. Also ich mache den Rest der Woche hier die 34, 37 Flug. Wo fliegst denn du hin? Nur hier tief übers Feld. Ah.
Oh, hier fehlt doch schon wieder. Spiegel-Dingsbums. Wo haben wir die denn stehen jetzt? Spiegel-Anhänger? Oder was suchst du? Die stehen hier. Neben dem Silo stehen die. Die hatten wir bei dem Hexen benutzt gehabt. Haben wir den Zug auseinandergebaut und dann schön. Ach doch, ich brauche nur den. Nee, genau, hatten wir doch alles komplett und so. Nee, habe ich Fliege gesagt? Nee, ich meine die IT-Runner. Wo stehen denn die? Gute Frage. Oben. Ja. Unterm Abdach. Also bei uns oben fehlt einer. Für die Kühe. Wer steht da hinten? Musst du mal gucken. So, wir sind schon wieder fertig für heute. Ihr Lieben, ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare. Und wir sehen und hören uns morgen wieder. Bis dahin und tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.